RTCI nous réunit. I've noticed you around. I find you very attractive. Willkommen, wenn es heißt Radio Tunis Internationaler Rundfunk, deutsches Programm am Mikro vom Studio 1 direkt zu Ihnen. Wollen wir Sie auch stecken, hoffe ich jetzt gerade nicht im Stau oder noch schöner unterm Regen, ohne Sonnenschirm, eure NSDJ. Des Tages ist zwar seit 14 Uhr schon hier parat, und zwar ist es der Kaiser Bouziba. Und natürlich eine Koordination, meine liebe Kollegin Dimonera. Heute Mittwoch, der 29. März 2017, der 29. März, das ist der 88. Tag des gregorianischen Kalenders. Somit bleiben es immerhin 277 Tage bis zum Jahresende. Was soll es geschah und vieles, vieles mehr. Erst vor meinen Gästen, denn meine Gäste sind pünktlich angekommen und gekommen. Sie sitzen da und warten auf ihre Zeit. Ja, sie ist gekommen, und zwar Julian Warner, Oliver Zahn und natürlich Judith Merschberger. Erst nach diesen zwei Songs, und zwar Silbermond, Himmel auf, danach Roman Lob, Standing Still. Alles, was so gnadenlos schien, den kalten Himmel und das kalte Berlin. Sie ist nicht gerne gesehen in dieser Stadt, weil unser Netz sie nicht aufgefangen haben, weil der Teufel seine Kreise um sie zog. Noch nie fiel ihr was in den Schoß. Ist nicht irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich? Irgendwo im Tunnelende das Licht verspricht. Sie will so viel, doch eigentlich nicht. Nur ein kleines bisschen Glück. Wann
Standing Still mit Roman Loop. Meine Gäste sind natürlich auch hier parat. Und zwar ist es der Oliver Zahn, die Judith Mirschberger, das sind die beiden an meiner rechten Seite, und Julian Warner, besser gestimmt eigentlich mit Julian Warner. Korrekt. Was ich so alles weiß. Was ich so alles weiß, was du so alles weißt. Super. Also, ihr seid die Situation mit Doppelgänger. Was ist das?
Situation mit Doppelgänger ist, was wir eine Essay-Performance genannt haben. Das ist eine Mischung aus so Theater und Tanz und Diskurs, sag ich mal. Mhm. Und was macht ihr exakt auf der Bühne? Also wir tanzen parallel, also Oliver und ich sind keine gelernten Tänzer, mhm, und haben uns aber für dieses Stück verschiedene ethnische Tänze beibringen lassen oder uns beigebracht. Und die tanzen wir parallel und es geht um die Frage danach, wer die schwarzen Tänze am besten tanzen kann. Also es geht um Aneignung, es geht um Vergleich. Mhm. Und wie kam es jetzt zur Situation mit Doppelgänger? Wer hatte die Idee? Wie kam es dazu? Das ist die Rahmung ist so ein bisschen, dass ich habe Regie studiert und Julian ist Kulturanthropologe, also wie gesagt keine professionellen Tänzer, und das ist in der Theorie meine Diplom-Inszenierung gewesen von meinem Studium, und ich habe dann ziemlich schnell mit Julian, den ich aus einem anderen Kontext kannte, irgendwie angefangen zusammenzuarbeiten, und wir haben uns dann von dieser Blackface-Diskussion im deutschen Theater, wo sich weiße Schauspieler schwarz anmalen, um Schwarze zu spielen, haben uns immer weiter bewegt zu so kultureller Aneignung und Imitation und sowas und sind dann auf diese Tänze gekommen, genau. Also gibt es die Situation mit Doppelgänger nicht so lange her, oder? Das ist anderthalb Jahre alt jetzt insgesamt, und mhm, das ist dann, wir spielen ja heute Abend um 19 Uhr, das ist dann in Madar, genau, mhm, es gibt noch Karten, glaube ich. Mhm, super. An der Abendkasse. Genau. Das ist die 22. Vorstellung dann. Genau. Super, wo wart ihr noch? Mit dem Stück tatsächlich bisher nur im deutschsprachigen Raum. Mhm. Wir sind aber nächsten Monat in Palästina, in Ramallah und Jerusalem. Super, das wird bestimmt sehr spannend sein. Also nächsten Monat, das heißt April, wie lange seid ihr dann dort? Eine Woche. Eine Woche so, ja, ungefähr. Cool. Wo wart ihr schon, das hast du mir gesagt, aber in außer Tunesien und kommend in Palästina, wo wird ihr noch sein? Wir spielen in Österreich auf dem Donaufestival. Und in der Schweiz spielen wir auch, genau, in, ich weiß gar nicht, Basel. Genau. In Basel. Das heißt, das ist jetzt sozusagen der Beginn der internationalen Karriere von diesem Stück. Das Stück davor war schon in Spanien und Italien und Niederlanden und Rumänien und England und sowas, aber mhm, genau. Also das wird schon ein bisschen internationaler als das andere, glaube ich, oder? Arabische Länder sind dabei. Ja. Das stimmt, genau. Super. Projekte. Es ist ja noch ein junges Projekt, könnten wir ja sagen, nur anderthalb Jahre her. Habt ihr noch ein paar andere Projekte? Ja, also Oliver, noch eine Person, Hannah Saar und ich, wir sind zusammen eine Performance Company namens Hauptaktion, und wir haben eine Reihe von Stücken noch, die auch touren. Da ist noch die Situation mit Zuschauern, da geht es um das Anschauen von Gewalt im Theater, und ein Stück, das wir jetzt gerade entwickeln, nennt sich Versuch über das Turnen, und da geht es um die Geschichte der Turnbewegung in Deutschland und deren Verstrickung auch im Nationalismus. Und für dieses Stück treten wir alle Turnvereinen bei und trainieren jetzt ein halbes Jahr. Und das feiert dann im November Premiere in München auf dem Internationalen Spielart Festival. Und dann kommt ihr wieder nach Tunesien. Und dann kommen wir gerne nach Tunesien, um nämlich in diesem Theater spektakulär zu spielen. Julian spricht leider nicht so gut Französisch und hat gestern versucht, vom Hotel aus zum Theater zu kommen. Und er hat gesagt, Carthage, Theater spektakulär. Aha, und sehr interessant. Und wo genau. Bin ich auch? Er ist dann im Amphitheater rausgekommen. Okay. Karthago Festival, vielleicht okay, eine Option. Ja, warum nicht? Wäre eine Möglichkeit. Dann wäre das im Sommer, August. Nächsten August. Sehr gerne, ja. Super. Mit weiteren Fragen, wie es in El Kef war und vieles, vieles mehr. Erst nach der kurzen Musikpause, und zwar geht es weiter mit Michael Schulte, Carry Me Home und Kasala Pirate. The
The street lights from the longest night. The more I see you now, I feel alone. The day crawls in as the strangers begin, but I won't leave here alone. Cause I don't know if you understand what you do to me when you hold my hand. Is it always so? The thought of you won't let go. You carry me home. You carry me home. You carry me home. Sunrise, you turned and closed your eyes. A sweet dream, sweet melody. Cause I don't know where we're going to, but in the morning light, as I looked at you, it was hard to breathe. The thought of you without me. You carry me. Flüssig Jolt, denn nach
ist jung, Koralle ran. Macht richtig Lärm, zünde Lampe an. Die Buddel rum im Wirrgriff. Hück versenke mal das Schiff. Pirate, wild und frei. Dreh mal Köln. Sala mit Piraten und natürlich mit den Piraten, die neben mir hocken sind, auch geht es natürlich auch weiter. Und zwar ist es Situation mit Doppelgänger, mit Julian Warner und Oliver Zahn. Natürlich die Direktorin des Goethe-Instituts Tunis, Judith Mirschberger, ist natürlich auch hier parat. Und ich sage dir willkommen. Danke. Situation mit Doppelgänger. Vorgestern wart ihr in El Kef. Wie kam es überhaupt zu El Kef? Uns hat das dortige Theaterfestival angesprochen, ob wir gerne auch eine deutsche Produktion bringen möchten. Und wir dachten, es ist für uns eine Gelegenheit, mal dezentral zu arbeiten. Oft wird ja Kultur überhaupt nur in Tunis angeboten und Festivals wie 24 Stunden Nonstop Theater in Kef sind eine gute Gelegenheit, mal aus Tunis rauszukommen. Und wir haben uns gefreut, die beiden dabei zu haben, denn es braucht, glaube ich, schon eine besondere Art von Persönlichkeit, sich dann auf das Abenteuer El Kef einzulassen. Auf jeden Fall. Wie war es, El Kef? Das war super. Für uns auf jeden Fall auch so ein Höhepunkt. Also erstmal, die waren alle super nett da und haben uns total geholfen. Also man muss sich einfach vorstellen, das Festival läuft ja 24 Stunden durch. Also ne, da werden ja morgens um 7 läuft da dann, oder morgens um 5 laufen da ja ständig Stücke. Und dann kommen wir da an und sagen, ah, wir müssen noch irgendwie die technische Einrichtung machen und so. Mhm. Und die haben uns da super geholfen. Und es war halt einfach total witzig, da zu spielen vor ganz, ganz jungem Publikum. Also die waren bestimmt alle so 16, 17 oder so und haben die ganze Zeit geklatscht und applaudiert und am Ende ein bisschen das Interesse verloren. Aber, aber das war auch okay. Aber das Schönste war, wir waren in einem Kulturzentrum da im Rahmen dieses Festivals und haben eine Sufi-Band spielen gesehen, die so über den Dächern gespielt hat. Und das war wirklich ein Highlight, das war der Wahnsinn. Bei Sirta. Das war? Das Kulturzentrum Sirta. Sirta, sehr schön. Wie hat euch El Kef, also persönlich jetzt gerade eine Frage, wie hat es euch gefallen, El Kef? Sehr gut. Konntet ihr überhaupt was sehen von der Stadt? Ja, also. Hattet ihr Zeit? Ein bisschen. wir sind angekommen, es war Sonntag, oder? Sonntagmittag und wir haben Montag früh gespielt um 10 und wir hatten dann den Sonntagnachmittag auf jeden Fall Zeit. Wir haben uns die Burg angeschaut und sind ein bisschen eben in der Stadt unterwegs gewesen, waren was essen. Essen. Was habt ihr gegessen? Ja. Es gab ein wunderbares Gericht, keine Ahnung wie es hieß, aber es war mit Couscous und Lammfleisch und einer grünen Paprika.
obendrauf. Okay, also Couscous. Ja. Und es war scharf und es war sehr lecker. Okay. Es war unglaublich lecker. Ja. Also sagen wir mal, würdest du gerne noch einmal essen? Das würde ich total gerne nochmal essen, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal gern 2,5 Stunden nach El Kef dafür fahren wollen würde. Aber gerade das 2,5 Stunden fahren war halt auch total super, weil, also da stimme ich auch der Jude total zu, das ist natürlich, ist es total super, hier in Tunis zu sein, aber zum Beispiel Julian und ich sind auch das erste Mal in Tunesien und da ist es total schön, diesen Kontrast auch zu haben, also 2,5 Stunden durch übers Land zu fahren, durch kleine Städte durch, wo irgendwie an der Straße der Markt ist und so, dass man so ein bisschen so einen Überblick und so ein bisschen Kontrast auch einfach hat und auch die Atmosphäre in El Kef ist ja nochmal eine andere als in Tunis und das ist total interessant, total auch von den Leuten, die man so trifft. Mhm. Und das Allerschönste fand ich tatsächlich war so, also wenn man da über die Landstraße fuhr und neben einem die Strommäste waren, die Storchnester obendrauf. Genau. Das war der Wahnsinn. Extra, die sind extra und die Strommäste, die haben extra noch so eine kleine Plattform, dass sie auch noch drauf sitzen. Ah. Das war wirklich magisch. Das war wirklich der Wahnsinn. Das ist eigentlich ein Symbol von der Stadt Beja, die Störche, genau. Und Beja, das ist auch wiederum das Gouvernorat fast bei El Kef. Also nach El Kef zu fahren, geht ihr durch das Gouvernorat von Beja. Deshalb schön, die richtige Saison seid ihr gekommen. Ja. Prima. Bleiben wird ja nicht lange, denn heute Abend im Madar bis 19 Uhr, also um 19 Uhr seid ihr auf der Bühne. Genau. Morgen leider wieder zurück nach Deutschland. Heute Nacht sogar noch. Oh, heute Nacht um 2. Okay. Also viel Glück, toi toi toi, Hals- und Beinbruch. Vielen Dank. Was kann ich noch sagen? Gutes Gelingen. Gutes Gelingen. Ja. Ich hoffe natürlich, dass ihr wiederkommt nach Tunesien. Ja, sehr gerne. Wir freuen sehr uns gerne. Auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich natürlich auf jeden Fall, dass ihr dann zu mir kommt. Mit vielleicht ein neues Theaterstück oder ich weiß nicht, was auch immer kommen wird. Wer weiß. Dich lasse ich nicht. Ich komme schneller wieder. Super. Also das war soeben Situation mit Doppelgänger. Zu sehen werden Sie heute Abend auf der Bühne von Madar um 19 Uhr. Das war soeben Julian Werner und Oliver Zahn und natürlich einen lieben Dank an der Direktorin des Goethe-Instituts Tunis, Judith Meschberger.
To be flawless. People tell me not to let myself evolve. I could love you.
Bandit mit Stronger. Ja, wie das Wetter so ist. Heute Mittwoch teilen sich an der Küste Sonne und Gewellwolken den Himmel und ab und zu gibt es Regenschauer und die Temperaturen steigen am Tage auf 19 Grad. Nachts sinken die Werte dann auf 11 bis 8 Grad. Der Wind weht mäßig aus nördlichen Richtungen. Am Donnerstag verdecken an der Küste gelegentliche Wolken die Sonne. Dabei werden im Tagesverlauf 18 bis 21 Grad erreicht. Nachts kühlt es dann auf 11 bis 8 Grad ab. Der Wind weht mäßig aus Nord. Around me, we stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure, and a love so deep we can't measure.
can't you see it's burning, turning into love? There is one love and one heart I can't get enough. I will send you red roses, heaven's fly to me. Also im Mark Medlock mit Real Love. Weiter geht's mit der deutschen Sängerin, die vorwiegend auf Englisch bei Live-Auftritten, teilweise auch auf Französisch singt. Ihr Stil ist eine Mischung aus Soul, Reggae und Folk. Die Rede ist hier von Ayo mit Down on My Knees. Geht's weiter nach Capital City, Safe and Sound. Please love me.
Sound mit den Capital Cities. Das war's wieder, weil das heißt Radio Tunis, Internationaler Rundfunk, deutsches Programm. Am Mikrofon Studio 1 direkt zu Ihnen, wo wir es auch waren, Eurenes. DJ des Tages, und zwar seit 14 Uhr schon hier parat, und zwar ist es der Kessel Busiba und natürlich an der Koordination meine liebe Kollegin Timonira. Gleich kommen die Nachrichten auf Französisch, danach das italienische Programm mit meinem Kollegen Mohamed Mensli. Bleiben Sie bis dahin gesund und munter. Meine Stimme hört ihr morgen wieder, wenn es Gott will. Und tschüss. Dich meine schützende Hand.
Manchmal siehst du mich an, obwohl du mich nicht sehen kannst. Meine Welt liegt im Schwarz-Weiß, nur du machst sie farbenreich. Ich existiere allein für dich, nur wenn du fällst, spürst du mich. RTCI vereint uns.